Ihr wagt es, meinen Tempel zu betreten? Dieser Tempel gehört allein der großen Schlangenmutter. Verschwinde oder werde beseitigt. Ha! Deine Göttin ist längst fort. Du hättest es ihr gleich tun sollen. Nun zahle ich dir deine Anmaßung mit schrecklicher Grausamkeit heim. Aufs Gesicht jetzt. Boah, zwei von denen. Okay, ich brauche mit Yasuo auf jeden Fall. Achte auf die Beschreibung der Buffs und nutze den Detailmodus, um Strategien gegen schwierige Gegner zu entwickeln. Okay. Was hat er denn? Immun gegen Debuffs und einen großen Anteil des Schadens. Leidet nur Schaden, wenn ruchloser Glaube von ihren Sängern auf sie übergeht. Erhöhte Hast. Okay, das heißt. Chor des Glaubens, ist das das? Ruchloser Glaube. Wenn das Ziel durch einen Champion getötet wird. Okay, das heißt, ich muss die hier. Leider nur Schaden, wenn ruchloser Glaube. Okay, ich muss also die Kleinen killen. Ich muss die Kleinen killen. So, ja, so muss ich jetzt erstmal machen. Macht steht nur dem Stärksten zu. So. Das heißt, warte mal. Hat sie das jetzt? Ruchloser Glaube. Das heißt, ich kann jetzt Schaden zufügen, richtig? Okay, ich müsste ja jetzt müsste ich voll draufhauen können. Wenn sein muss. Nicht so richtig, warte mal. Er leidet nur Schaden, wenn ruchloser Glaube von ihren Sängern auf sie übergeht. Das heißt, ich muss die beiden hier killen. Auf jeden Fall Illaoi. Vielen Dank. Illaoi Ulti. Akzeptiere dein Schicksal. So, jetzt kann ich den hier noch killen.
Aber nur 5 Schaden. Warum? Ich meine, die hat doch den Debuff. Deine Gattin ist fort. Aufstehende Göttin immun gegen Debuffs und Großteil des Schadens. Erleidet nur Schaden wegen bla bla bla. Wenn dein Ziel durch einen Champion gefunden wird, eine Steuerung in Rukusa Glaube verwandelt. Aber ich muss doch die. Es geht doch nicht anders, oder? Oder sehe ich das irgendwie falsch? So macht man das. What? Tod wie der Wind. Gucken, ob der Schaden jetzt an den Hauptboss durchgeht. Oh ja. Okay. Also ich muss hier. Okay. Ich hab's verstanden. Also je öfter sie die Debuff bekommt, desto mehr Schaden erleidet sie. Der Sturm braut sich zusammen. Die Heilung ist schon schön. Also die Heilung ist schon. Macht schon Bock. Nicht schlecht. So, jetzt könnte ich ja mit die Laue ultien. Schwächlinge haben keine Chance. Und heil damit automatisch Braum. Braum, wie auch immer er ausgesprochen wird. Braum. Mal ein bisschen shielden und heilen. Heilung. Ich muss aufpassen, wann meine Buffs auslaufen. Ah, keine Crits, schade. Thank you.
bringt nicht viel, ne? 13. Ich brauche tatsächlich die da, die kleinen Wichte hier. Es ist schön, Freunde zu haben. So, Shield, Ulti, Yasuo. Vergib mir. Crit, komm. Nee, aber reicht trotzdem. Jetzt hat er aber keinen Schaden bekommen, ne? Okay, sie macht irgendwas Fieses. Du bist unwürdig. Und du machst mir keinen Schaden. Octopus Tussi. Was für ein Schlag. Aber so wirklich Schaden mache ich hier halt nicht, ne? Auch Braun geht mal die Puste aus. Du bist unwürdig. Ich glaube, ich habe gerade den falschen anvisiert. Ich hoffe nicht. Ich befürchte allerdings schon. Klar. War ja logisch. Junge, 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 okay. Ich bereite mich vor. Ihr müsst jetzt sowieso sterben. Boah. Das war natürlich bitter. Holt ihr mir einfach die Option weg. Nein. Einfach zu viel. So, Lau, ihr bringt mal Braun zurück. Okay. Hab ich die Mechanik immer noch nicht gerafft, oder was? So, er leidet nur Schaden, wenn ruchloser Graue von ihren Sängern auf sie übergeht. Das heißt, ich muss die killen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier mich selber nicht kille.
Schilden. Ich brauche jeden Schild, den ich irgendwie benutzen kann. So. Mein Schild fühlt sich so schwer an. Aber er kriegt keinen Schaden. Er kriegt zum Verrecken keinen Schaden. Dann geht der Bab auch noch ins Leere. Okay, Leute, anscheinend habe ich die Mechanik von diesem Boss noch nicht gerafft. Zeige ihnen die Wahrheit. Uhuru, leben weiter. Das war ein Fehler. Ich habe die Mechanics hier anscheinend noch nicht ganz gerafft. Ich weiß ja auch nicht. Aber bitte in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Oder wie der Boss richtig geht. Ich verstehe es nämlich nicht ganz. Ein bisschen schwindelig. Ich verstehe es nicht ganz. Braum stirbt jetzt nochmal. Das ist so eine endlose Routine. Ich lasse dich nicht im Stich. Das Universum braucht dich nicht mehr. Ey, da komme ich hier ins Schützen, Leute, ey. Klar, das stirbt. Eieieiei. Dieser Tempel gehört mir. Ist das etwa? Das wird nicht funktionieren, Leute. Ich komme mir aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Und dead. Okay, Leute, was hätte ich besser machen können? Schwierig. Okay, die letzte Rast war hier. Hier speichern wir auch nochmal. Wir machen das nächste Mal im Stream weiter. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie der Boss genau funktioniert. Ich habe es immer noch nicht gerafft. Ich dachte, man muss die Kleinen killen, damit der Große einen Buff bekommt und dann Schaden bekommt. Hat teilweise funktioniert, am Ende halt nicht mehr. Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen und wir sehen uns im nächsten Stream, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.